Yo Leute, ich habe was Geiles für euch. Erhaltet mit dem Code ZEIT15 unglaubliche 15% Rabatt bei kungfong.de, dem bekanntesten Kampfsportshop in Deutschland. Also Leute, schlagt zu. Was geht ab, Leute? ZEIT hier. Am 12. Oktober ist es soweit. Mo Abdallah kämpft gegen Michael Smolik. So viele Leute haben jetzt schon geschrieben, dass sie Tickets kaufen wollen und vor Ort dabei sein wollen. Ist verständlich bei so einem Kampf, der auch noch in Düsseldorf stattfindet und wieso die Karten auch nicht so teuer sind. Die günstigsten Karten bei Glory fangen meistens so ab 40, 50 Euro an. Was aber sehr schade und traurig ist, dass die meisten von euch gar keine Karten kaufen können. Ihr habt richtig gehört, es wird zu wenig Karten geben. Und das liegt daran, dass die Glory zwar noch keine Halle für den Kampf bekannt gegeben hat, aber sie wahrscheinlich ins Castello in Düsseldorf gehen werden. Dort passen nur 4000 Leute rein, was echt ein Witz ist. 4000 Tickets, wovon 1 bis 2000 Tickets sowieso von VIPs und Sponsoren sofort gekauft werden, das ist echt schade und da stellt sich die Frage, ist das die traurige Wahrheit dieses Kampfes? Denn der Kampf ist eigentlich ein Kampf der Leute, da dieser Kampf nur wegen den Menschen zustande gekommen ist. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass das keine VIP-Veranstaltung in einer kleinen Halle werden soll. Das Ganze sollte in einer größeren Halle stattfinden, wo auch jeder einen Platz findet. Das Einzige, was ihr momentan machen könnt, ist es, euch für die Pre-Sale-Registration anzumelden. Ab Mittwoch fängt die an um 9 Uhr morgens. Ich weiß, das Ganze hört sich blöd an, aber ihr müsst wirklich nur kurz eure E-Mail hinterlegen und dann bekommt ihr am Mittwoch als erstes die Gelegenheit, Karten zu erwerben. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, aus einer zuverlässigen Quelle weiß ich, dass die Glory durchaus bereit ist, in Düsseldorf in eine größere Halle zu gehen. Also in eine Halle mit 9000 oder sogar 14000 Plätzen. Aber das Ganze wird nur so laufen, wenn es viele Anmeldungen auf diesen Presale gibt. Also egal ob Smolik oder Mo-Fan, falls ihr diesen Kampf sehen wollt, müsst ihr dort kurz eure E-Mail hinterlegen, damit die Glory auch in eine größere Halle geht. Ich spreche aus Erfahrung, das Feeling ist viel geiler, wenn man in einer großen Halle ist. Die Stimmung, mehr Menschen und so ist das Ganze lauter. Mit dem ersten Link in der Infobox könnt ihr euch anmelden, ansonsten natürlich zum Gratismonat bei runfighting.de, um den Kampf zu Hause zu schauen. Und damit Leute, bis zum nächsten Mal.